ausgeprägt ist das bei den Fans der Kelly Family. Wir wissen ja alle, dass die Kelly Family auf einem Hausboot in Köln wohnt. Und das ist sozusagen schon eine Pilgerstätte geworden, so wie Mekka oder so. Da kommen von ganz Deutschland und vielleicht auch aus anderen Ländern die Fans hingepilgert, um ja der Kelly Family so auf den Nerv zu gehen, dass sie sogar schon eine Mauer um ihr Boot sozusagen herumbauen mussten, damit sie wenigstens noch ein bisschen Privatsphäre haben. Und das Schlimme an der Sache ist, diese Fans lassen auch alles hinter sich. Ja, sie hauen von zu Hause ab, lassen die Eltern alleine, lassen die Schule erstmal sausen. Ja, die Freunde bleiben wahrscheinlich auch in der Stadt. Und ich denke mal, da geht es teilweise vielleicht einen Schritt zu weit. Wir haben uns das mal angeguckt, die Kelly Kids, also die ganz besonders harten Fans der Kelly Family. Und ihr könnt mal selber beurteilen, was ihr davon haltet. Für tausende Fans sind die 9 Geschwister der Kelly Family die Idole schlechthin. Die irischen Hitparadenstürmer mit Wohnsitz in Köln ziehen immer mehr Jugendliche in ihren Bann. In Köln erleben sie einen wahren Ansturm von Fans, die ihr Hausboot im Kölner Hafen belagern. Die Fans verbringen Stunden vor dem abgesperrten Gelände, nur um einen Blick auf ihre Stars werfen zu können. Diese halten sich allerdings relativ selten auf dem Hafengelände in Köln-Deutz auf. Schließlich sind sie ständig auf Tour und spielen jede Woche mehrere Konzerte in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Jeden Tag sind hier 20 bis 30 Leute. Vor den Fan war ich jeden Tag hier, aber jetzt nicht mehr so, weil ich also in der Schule, mich in der Schule verbessern muss und so. Schlechte Noten. Das bin ich selber schuld eigentlich, weil ich ja fast immer hier hinkomme und die Hausaufgaben nicht mache. Die Idylle am Hausboot ist gestört. Dass die Kellys eine Mauer um ihr Grundstück gezogen haben, um sich zu schützen, ist bekannt. Trotzdem reißen immer mehr Jugendliche, besonders Mädchen, von zu Hause aus, um nur einmal die Kellys von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ob 50 oder 500 Kilometer, die Entfernung spielt bei den Fans keine Rolle. Aus ganz Deutschland gehen Vermisstenmeldungen bei der Kölner Polizei ein. Und meist beginnt die Suche der Beamten am Hausboot. Gestern Abend sind wieder welche von der Polizei abgeholt worden, weil die von zu Hause aus Würzburg abgehauen sind. Aber das passiert andauernd. Hier laufen sie immer weg. Und wo findet man die? Beim Kellyschiff. Also die Polizei weiß das jetzt schon, wo sie suchen müssen. Wenn wir also jetzt ein Fernschreiben bekommen von zum Beispiel München oder vom Niederrhein, dann begibt sich der Sachbearbeiter zum Hafengelände und schaut nach, ob das Mädchen halt dort anzutreffen ist. Insgesamt hatten wir bislang 25 Ersuchen. Und 4 Kids konnten angetroffen werden und sind durch das Jugendamt wieder zum Elternhaus zurückgeführt worden. Die Fans, die den Weg nach Köln nicht antreten, überhäufen die 9 Geschwister mit Briefen und Geschenken. Alle in der Hoffnung, möglichst bald eine Antwort ihrer Lieblingsband im Briefkasten zu finden. Wir bekommen mittlerweile so, ich schätze so, 300 Briefe pro Tag ungefähr. Wir sammeln alles um die. Wir versuchen so viel wie möglich zu lesen. Wir können alles nicht lesen, aber wir versuchen die meisten zu lesen. Während die Kellys touren, warten die Fans in Köln auf ihre Rückkehr. Ganz hartnäckige kamen sogar in der Absicht, eine ganze Woche lang vor dem Grundstück der Kelly Family zu campen. Nicht ganz ungefährlich für die Fans, die bis in die Nacht vor dem Hausboot ausharren. Für einige hat sich das Warten aber auch gelohnt. Natürlich, die ist total lieb, weil wir waren da ganz vorne und dann haben wir auch Fotos mit der gemacht. Da hat sie einen in den Arm genommen und die hat sich auch richtig Sorgen gemacht. Und ich war mal so abends hier und dann meinte die so, das ist ja auch gefährlich und es war schon dunkel. Und dann meinte die so, geht nach Hause, ich mache mir total Sorgen. Und die macht sich echt Sorgen über die Fans. Sorgen machen sich die Kellys deshalb, weil sie sich wirklich nur sehr selten auf ihrem Hausboot in Köln aufhalten. Doch die ganz treuen Fans werden wohl weiter jeden Tag dorthin pilgern und auf ihre Stars warten. Wählt euer Video.